Und jetzt rollt der Ball im Cypre Sportzentrum Havasen in Haiger. Das Spiel TSV Steinbach-Haiger gegen Eintracht Frankfurt U21 hat begonnen. Kassentag der Sparkasse Dillenburg. Oh, der Schnittball, der kommt an. Lennart Schulze-Köckelsum traut sich nicht raus, wird überlupft. Und der Ball geht neben das Tor. Galle gewinnt das 1 gegen 1. Ist im Strafraum. Rechter Fuß, Schuss und oh! Auf Futkoi. Jetzt hat er Platz. Futkoi! Und er geht am Tor vorbei. Der Janovic mit dem Ball gewinnt, schaltet sich auch ein, hat den Ball auch in der Spitze. Und jetzt gibt es den Elfmeter, oder? Ja. Futkoi und Tor. 1-0 Frankfurt. 8. Saisontreffer für neue Futkoi. Und der trifft schon wieder. Diesmal kommt er aus 11 Metern relativ unbedrängt zum Schuss. Die Nummer 25, Noel Futkoi, neuer Spielstand. Schießt den nach rechts. Der Schulze Köckelsum taucht nach links und dann steht es 1-0 für die zweite von Eintracht Frankfurt. Ja, ich hatte nämlich schon mal einen Elfer von ihm gesehen, der da rechts unten geschossen hat und das war auch diesmal wieder der Fall. Meier da gegen zwei Mann ein bisschen in der Unterzahl. Bonjanga steckt den durch auf Futkoi. Futkoi mit der Chance. Schulze Köckelsum, Nachschuss ist da. Und der Ball oh, jetzt ist er drin. Futkoi jubelt zum zweiten Mal. Und er tanzt. Er trifft. Er macht's wieder. Wie in jedem anderen Spiel auch. Chaos im Steinbacher 16er, da hatten sie ihn eigentlich schon fast, der eingewechselte Bonjanga, als derjenige, der den Angriff einleitet. Holt sich hier den Ball, steckt dann perfekt durch auf Futkoi. Er versucht es dann im Dribbling, vorbeigerauscht, dann kommt da der Lupfer und dann mit links reingeschoben. 61. Spielminute, Eintracht Frankfurt geht mit 2-0. Und jetzt führt Frankfurt hier 2-0. Kommt in die Mitte. Nacho Ferri kommt auch an den Ball. Nacho legt ihn auf Futkoi. Und diesmal super dazwischen gegangen von Manuel Kober. Und, jetzt ist er drin. Nacho Ferri und ist drin. 65. Spielminute, das 3-0 für die Eintracht. Diesmal war es Nacho Ferri. Wenn Futkoi nicht trifft, dann macht es eben der andere. Also Wahnsinn, wie eisekalt Frankfurt das hier im zweiten Durchgang macht. Und es wird jetzt richtig bitter für Steinbach. 65. Spielminute, Tor für die Eintracht U21, Torschütze zum 0-3. Wir sehen, was toll gespielt initial. Futkoi hat das leere Tor vor sich, hat dann das Pech, dass Kober mit dem Fuß dazwischen ist. Dann bringt Brauburger den zweiten Ball und Nacho macht's aufs leere Tor. Besser als Futkoi in dieser Situation. Und dann steht's 3-0. Zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen glücklich ist es jetzt absolut. Der geht auf Gütschlü! Kein Abseits. Zweiter Ball ist da! Ja, was ist das denn für eine Bude? War Ayodele Adetula. Viertes Saisontor für Adetula. In der 73. Minute und geht hier doch nochmal was für Steinbach. Also es sind... Ich glaube, der Ball ist in der 72. Ja, stimmt, in der 72. ist er reingegangen. Na egal, Gütschlü. Da ist Lugauer noch zur Stelle und dann Adetula mit dem rechten Fuß und dem Lupfer. Und das ist perfekt getroffen, perfekt abgeschlossen. Tor Steinbach für uns sendet nochmal ein Lebenszeichen. Und dann ist es auch vorbei. Schiri Nico Dönges pfeift ab. Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt gewinnt letztlich auch verdient. Aufgrund einer sehr starken zweiten Hälfte. 3-1 gegen den TSV Steinbach-Haiger, der es bis zuletzt versucht hat. Im Abschluss aber auch nicht das nötige Glück hatte.